liebe Gäste hier in der Federzichstraße 7 und liebe Gäste, die Sie diesen Kochkurs im Internet auf julmedia.tv.de anschauen. Wir begrüßen Sie recht herzlich und freuen uns wieder, Sie zu erfreuen mit einem weiteren Kochkurs. Wir hatten jetzt eine ziemlich lange Pause, ein Jahr lang, und deswegen haben wir uns heute was ganz Besonderes überlegt. Wir werden Sie heute ganz besonders versüßen. Es wird süße vegane Schokolade geben, die unser Freund Ferdi für Sie zubereiten wird. Doch bevor wir anfangen mit dem Kochkurs, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass auch im Wort Gottes das Süße eine ganz besondere Rolle spielt. Haben Sie vielleicht, Gäste, hier eine Ahnung, was ist das Süße in der Bibel? Ihr könnt gerne rausrufen. Also ich höre Geflüster, aber es dringt nicht zu mir durch. Honig ist süß zum Beispiel. Aber Honig steht für das Wort Gottes ganz allgemein und ganz konkret für sein Gesetz. Denn in Sprüche 19, Vers 8 haben wir folgenden Hinweis: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, steht hier. Oder Vers 9, die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Und weiter: Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Und dann wird es zugespitzt, indem der Sprecher, König Salomon, hier sagt: Sie sind begehrenswerter, die Befehle des Herrn, als Gold und viel Feingold und süßer sogar als Honig und Honigseim. Ja? Psalm 119, der Vater Salomon, sagte auch in Vers 103: Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Doch jetzt fangen wir erstmal an mit dem buchstäblichen Versüßen. Und ich bitte Ferdi hierher und übergebe natürlich auch das Wort gleich an ihn. Dann auch von meiner Seite herzlich willkommen, dass ihr da seid und hallo. Nach so einer langen Pause brauchen wir nun mal was Süßes, oder? Was Süßes braucht man doch immer. Und da seid ihr heute richtig. Denn als Veganer ist es manchmal nicht so einfach, irgendwie mal, wie soll man sagen, diese Lust auf Schokolade oder so zu befriedigen. Denn okay, es gibt süße Sachen wie Honig oder so, oder es gibt auch Datteln, aber mal so eine Schokolade. Und ich werde euch zeigen, wie das funktioniert, wie man vegan Schokolade macht und die auch lecker schmeckt. Und bevor wir kochen, ziehe ich meine Schürze an. Ferdi, vielleicht frage ich dich, während du dich vorbereitest, mal gleich. Warum muss die Schokolade vegan sein? Weil ich Veganer bin. Okay, ganz einfach und knapp. Ja. Gut, okay. Und wenn die Schokolade nicht vegan ist, dann weiß ich nicht, was drin ist. Und ich möchte nicht, dass da irgendwie Antibiotika oder sonst irgendwelche Hormone drin sind. Darum nehme ich lieber die vegane Schokolade. Dann es ist ja nicht einfach nur Schokolade, Schokolade. Ich achte etwas mehr auf die Gesundheit und auf das, was ich zu mir nehme. Früher habe ich das nicht gemacht. Und dafür darf ich heute den Preis zahlen mit sehr viel Allergien und sonstiges, Unverträglichkeit. Aber jetzt habe ich auch diese Erkenntnis bekommen und das Licht. Und so nehme ich jetzt anstatt Kakao auch Karob. Aha. Was ist Karob? Das musst du uns jetzt mal erklären. Karob ist das hier. Das sieht aus wie eine Heuschrecke, finde ich. Echt? Ja, manche sagen das. Ist interessant. Karob heißt ja auch Johannesbrotkern. So nennt man es ja, oder Johannesbrot. Johannesbrotkern wäre der Kern darin. Und es stimmt, Johannesbrot heißt es, weil es kommt aus dem Biblischen. Ja, in der Bibel gibt es einen, der heißt Johannes. Und dieser Johannes hat wirklich diese Karob-Dinger gegessen. Und die hochwissenschaftliche Seite Wikipedia erklärt es einem. Da könnt ihr es nachlesen. Ich würde aber jetzt vorerst erstmal beginnen mit so einem, ja, sowas wie einem Kuchen. Ich habe es einfach Ferdi-Manna genannt. Es ist sehr einfach und schnell zuzubereiten. Für mich gibt es immer so wichtige Prinzipien für ein Essen. Also ich muss ja immer selbst kochen oder so, ja. Ich lebe alleine. Und es muss vegan sein, es muss schnell gehen und
gesund. Ja, schmecken soll es auch natürlich. Und so zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ich würde jetzt mit so einem Kuchen beginnen. Ich benutze immer so eine kleine Waage. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Und so einen Messbecher. Aber die Waage brauche ich jetzt nicht. Nicht für den Kuchen. Ich nehme dazu erstmal so Kokosmilch. Zack. Ich schüttel die mal vor. Ich glaube, das sollte man immer machen. Sonst, weil das Fett setzt sich immer manchmal ab oder so. Und so hat es wieder alles zusammen. Also ich nehme 400 Milliliter Kokosmilch. Ich kann es sehr schlecht ablesen von dem Messbecher, deshalb muss ich es irgendwie so komisch halten. Super. Dann schmeiße ich einfach rein. Dazu nehme ich noch 200 Milliliter von der Milch, die ich jetzt nicht da habe. Mhm. Aber die habe ich hier unten. So, Reis nehme ich. Kann man da auch andere Milch verwenden, klar, oder muss das Soja-Reismilch sein? Klar. Du kannst jede Milch nehmen, die du magst. Mhm. Ich benutze die, denn die schmeckt mir und ist auch noch für den Preis sehr erschwinglich, 1 Euro. Mhm. Und 200 Milliliter von dem hier. Zack. Einfach alles in den Topf rein. So einfach muss es sein. Dann setze ich das schon mal auf den Herd und gebe etwas Süßes dazu. Ich benutze keinen Zucker. Also dieser weiße raffinierte Zucker, den mag ich nicht. Denn ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das, er macht dick, das sowieso. Man kann es sehen an dem Kameramann. Und auch soll es ja für die Gesundheit sehr schädlich sein. Es tut ja dieses Immunsystem, wir haben ja ein Immunsystem, unsere kleinen Soldaten, es hemmt die total, ja, dass sie nicht mehr arbeiten können. Und wenn mal so Viren oder sowas reinkommt, dann haben wir Probleme, weil sie nicht mehr fit sind. Aber auch nicht nur das, ich habe sogar gehört, dass es wirklich die Intelligenz beeinflusst, ja, dieser weiße, raffinierte Zucker. Den sollte man so gut meiden, wie es nur geht. Und dafür, ich weiß jetzt nicht, ob Agave das Beste ist, aber ich benutze es oft. Es gibt auch, wer mag, Ahornsirup, ist mehr mineralhaltig. Dann gibt es noch verschiedene Sachen, sowas wie Stevia-Flüssigkeit. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich komme mit dem leider nicht zurecht, denn die Dosierung ist ja ein bisschen schwierig. Aber einige schaffen das, auch mit dem zu süßen. Und was ich noch mal heute dabei habe, diese Zuckerrübensirup. Da wird so die Zuckerrübe zu Zucker verarbeitet. Also nicht nur isoliert, der weiße raffinierte Zucker, den man kennt, sondern fast die ganze Zuckerrübe wird hier zu, ja, so ein sirupartiges Ding verarbeitet und soll auch noch viel Eisen enthalten. Aber jetzt mache ich es mit dem. Also ich bin sehr glücklich, dass du Agavensirup verwendest, denn ich bin gerade dabei, meine Candida-Pilze zu bekämpfen. Vielleicht hat der ein oder andere davon gehört. Und Agave ist die einzige Süße, die man dabei auch verwenden darf. Ist das nicht herrlich, Ferdi? Ich finde das ganz toll, denn heute werde ich auch deine Schokolade gut essen können. Und ich frage jetzt nochmal, denn uns Frauen ist das ganz wichtig. Also das, was du jetzt heute machst, macht nicht dick, ja? Es heißt nicht, dass vegan Leben ja nicht dick werden sein heißt. Also natürlich macht es dick, ja. Die Mäßigkeit muss immer geachtet werden, auch als Veganer. Mhm. Du kannst jetzt nicht denken, okay, das ist gesund und das macht automatisch mich schlank. Auf keinen Fall. Aber was ich gehört habe, wenn man halt Zucker nimmt, dann wird man sehr schnell dick. Und es ist dann heutzutage einfacher, Präsident zu werden, als wieder abzunehmen. Und die Karobschote hat ja auch diese Eigenschaften, die Verdauung zu fördern. Ist das richtig? So habe ich es auch gehört. Mhm. Ich selber, ja, kann sein. Ich achte gar nicht drauf. Ich lebe einfach dahin. Naja, du hast es jetzt ja auch nicht nötig, hm? Wenn man dich so sieht. Ja, vegan leben.
Zero im Leben, ja? Also Zero in unserem Kochkurs, vielleicht zur Wiederholung, das wurde in den letzten Kochkursen auch schon genannt, ist ein Wort, was übersetzt pflanzliche Ernährung bedeutet und ist auch vom Buch Daniel entnommen. Da kann man das nachlesen. Denn genau. Daniel, möchtest du die Geschichte zu sagen? Er hat ja auch pflanzlich gelebt und hatte ganz besondere Eigenschaften dadurch. Stimmt, der König hat ihn ja 10-mal klüger und seine Freunde 10-mal klüger empfunden als der Rest. Mhm. Und er sah auch schöner aus, sagt die Bibel. Interessant. Sehe ich nicht schön aus? Wunderschön. Also ich habe hier nochmal 5 Esslöffel Speisestärke in so eine extra Schüssel reingelegt. Dazu, wo habe ich denn mein Salz? Ah, Salz. Ah, aber ich tue das Salz lieber hier rein. Eine Prise Salz, um das Süße einfach noch ein bisschen zu stärken. Jetzt will ich das erhitzen. Es kann schon mal anfangen, ein bisschen warm zu werden, das stört ja nicht. Und wenn die Flüssigkeit mit dem Zucker hier schön eine Masse geworden ist, nehme ich einfach etwas ab und mische es dann hier drin in der kleinen Schüssel. Ja, wie viel tust du jetzt da rein? Wie muss man das so abschätzen? Was meinst du? Also ich mache es so lang, bis ich diese Masse hier drin, ja, bis es alles nicht mehr so klumpig mäßig aussieht, mhm, sondern bis alles so eine schöne eine Masse geworden ist einfach. Okay. Ja, das geht eigentlich relativ schnell. Ja, noch etwas mehr und dann einfach rühren, 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 rühren. Manchmal lässt sich nicht rühren, aber irgendwann lässt sich es auch rühren. Seht ihr? Alles wird schön, eine Masse. Und wenn ihr das so hinbekommen habt, schmeiß ich es einfach hier rein. Zack. Mhm. Also es ist so cremig quasi, ja? Ja, kann man sagen. Es ist jetzt so etwas cremig geworden. Und jetzt muss ich natürlich auch hier drin rühren. Mhm. Wenn ich jetzt nicht rühren würde, würde es sich verklumpen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Denn auch die Klumpen schmecken gut. Die sind alle süß. Jetzt rühre ich, rühre ich, rühre ich, rühre ich, rühre ich. Dann kommt normalerweise 1/2 Teelöffel Agar-Agar rein. Aber ich habe mal was anderes probiert. Dieses komische Zeug ist auch vegan Gelatiermittel. Und vielleicht funktioniert es auch. Nehme ich halt ein bisschen mehr. Um die ganze Masse ganz einfach. Am Ende, wenn es fertig ist, soll sie fest sein. Und das gibt dann nochmal so eine Festigkeit. Nicht, dass sie so ein bisschen zerbröselt oder so. Mhm. Das ist der ganze Grund. Jetzt rühre ich so lang, bis es sich einmal so aufgekocht hat. Und dann kommt sie in die Schüssel rein, in die Form, die ihr wollt. Also bisher ist das wirklich sehr einfach und ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch hinkriegen würde. So. Ja klar. Ja, kinderleicht. Auch Kinder könnten das super vorbereiten, nicht? Und das sollt ihr auch lernen, damit ihr, wenn ihr mich einladet, sowas ich zu euch, bei euch essen darf. Mhm. Wunderbar. Okay. Muss ich nicht immer selber kochen, hey. So, vielleicht zeige ich euch nochmal die Karoschote. Hast du die vorhin schon? Die sieht ja so aus. Und die Geschichte dazu ist auch folgende, während Ferdig hier rührt. Sie sieht aus wie eine Heuschrecke und deswegen meinte man, dass eigentlich Johannes der Täufer Heuschrecken essen würde. Aber, also wir gehen davon aus, man kann es nicht bis ins kleinste Detail beweisen, dass er wohl diese wunderbare Frucht, Karot, gegessen hat, ja? Weil im Hebräischen heißt Heuschrecke Hagavim und Johannesbrot, also Karob, heißt Havurim, also zum Verwechseln ähnlicher. Und ich komme aus Griechenland
Und mein Vater kennt diese Schote. Das waren die Süßigkeiten der Dame. Da gab es ja keine Schokolade. Ja, das kam ja erst viel später. Man war nicht sehr reich. Man konnte sich keine Schokolade auch leisten. Und mein Vater kennt das. Der hat das einfach daran geknabbert. Man muss nur aufpassen. Die Kerne hier drin sind sehr, sehr hart. Und das Besondere an den Kernen ist, dass sie alle dasselbe Maß haben. Das heißt, sie wurden auch als Maß verwendet, zum was abwiegen. Ja? Also da, auf die Kerne darf man nicht beißen. Aber schmeckt wunderbar und vielleicht kann man das hinterher dann auch probieren. Jetzt. Jetzt gleich. Die Masten bricht ab, esst. Aufpassen einfach auf die Kerne. Ich muss auch dazu sagen, also diese Schoten, manchmal schmecken die und manchmal schmecken die gar nicht. Ah ja. Vielleicht habt ihr Glück und ihr habt einen guten erwischt. Mhm. Kann man auch nicht sagen, woran das liegt. Ob das Nein. Das ist einfach Glück, ja? Ja. Okay, und wie, wo kriegt man die denn her hier in Deutschland? Weil in Griechenland gibt es Bäume in manchen Städten. Genau. Aber wo kriegt man die hierher? Weil Karobäume habe ich jetzt hier noch nie gesehen. Warum nicht? Nein. Hier gibt es nur Apfelbäume, glaube ich. Ja. Aber okay. Die ja auch lecker sind. Ja, die sind auch lecker. Also in türkische Läden gibt es sowas oder arabischen Läden. Einfach mal dort nachschauen, wenn ihr sowas mal haben wollt. Mhm. Wenn es euch denn schmeckt. Ich weiß nicht, ob es euch schmeckt. Hier hat es noch eine. Oder eben dann das Pulver in verschiedenen Reformläden, Bioläden. Und ist auch gar nicht so teuer, genau. Gell? Und den Pulver, habe ich fast vergessen. Da wollte ich noch ein, zwei Löffel von dem Karopi reinmischen. Mhm. Und dann haben wir eine schokoladigartige Masse. Das duftet auch schon herrlich. Also die, die hier sind natürlich, die kriegen jetzt unheimlich viel Lust, das auch zu probieren. Und wer jetzt nicht da ist, der muss das... Ja, er hat für heute Pech gehabt oder er probiert das gleich selber aus. Sie werden ja sehen, dass das so schnell geht und dass Sie das so schnell zubereiten können, dass Sie gleich heute damit anfangen können. Also Dinge, die ich koche oder mache, die müssen schnell sein und schnell gehen. Denn ich möchte ganz schnell essen. Und das ist total easy, ist voll einfach. Wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat, dann hat man es fast alles im Kopf. So, die Masse ist jetzt hier fertig. Und jetzt schmeiße ich die in so eine Form rein. Aha, okay. Die Kerne einfach mal behalten. Mit den Kernen kann man so ein Mehl machen und das bindet dann auch noch das ganze Zeug. Ja. Aber wie? Ich weiß, ich habe selbst noch nie die Kerne zu Mehl verarbeitet, denn die sind irgendwie ultra hart und ich wüsste nicht, wie man sie jetzt zerkleinern könnte. Aha, vielleicht mit einem Thermomix oder so? Eventuell, wenn du einen hast, ja. Ich habe keinen. Ich habe es noch nie ausprobiert, ich habe es auch nicht gewusst und man verwendet es dann wie so eine Art Stärke, ja? Genau, so eine Art Stärke ist es dann. Okay. Ja, dann verstreiche ich das Ganze so schön in der Form. Mhm. Ja. Bis jede Ecke von der Schokolade betroffen ist. Zack, und fertig ist Ferdimanna. Halbe Ferdimanna. Okay. Kommt da noch was? Ja. Einen Moment. Mhm. Ich nehme mal den Topf. Weil, ja, es sieht halt so schokoladigmäßig aus. Aber dass es noch so einen unschuldigen Touch bekommt, mache ich das jetzt noch einmal weiß. Und dann lasse ich es weiß und einfach oben drauf. Dann sieht es fast aus wie das Manna, was in der Bibel beschrieben ist. Mhm. Also ich nehme dazu wieder Kokosmilch. 400 Milliliter. Okay. Ein Topf. Nehme ich vielleicht mal hier mit. Und wieder so 200 Milliliter Soja-Reismilch. Ihr könnt auch jede andere Milch nehmen, die ihr wollt. Wo ist der Deckel? Ah, da. Bei dem Weißen mache ich das gerne so, dass ich da Vanille mit reinschmeiße. Aber Vanille ist auch oft zu teuer. Dann, dazu nehme ich dann einfach noch so Vanillepudding. Eine Packung. Und ich gucke immer, dass es Bio ist, denn da sind so weniger künstliche Zutaten drin. Eine Packung von dem.
und dann viermal so eine Stärke rein. Zack. Und hier tue ich auch nochmal etwas Agavendicksaft und die Süße darf ja jeder variieren, wie er mag. Ich habe so ungefähr 5 Esslöffel. Ist dann so meine Süße. Und, ja, oder 4 geht auch. Hups. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er verschwunden, ha? Macht nichts. Und Hausfisch. Der schmeckt wahrscheinlich nicht so gut da drin. Nein. Habe ich hier eine? Ja, serviert. So, jetzt dasselbe Spiel wieder. Einfach rühren, bis die Flüssigkeit wieder ja, mit der Süße zusammen eins geworden ist. Und dann einfach hier rein. So funktioniert das. Man braucht auch gar nicht so viel Zubehör, gell? So an Küchenmaschinen oder besonderem Küchenwerkzeug. Nein, das war für mich auch wichtig. Ja. Diese guten Küchenmaschinen sind leider voll übertrieben teuer, aber die haben schon ja, die Berechtigung vielleicht, die sind total gut und so. Aber einfach, ja, der Preis ist gerade sehr hoch. Deshalb mache ich so viel wie möglich mit einfachen Dingen, dass auch jeder sie nachmachen kann. Mhm. Löffel, tiefer Teller oder kleine Schüssel und Kochtopf und schon. Ja, und vielleicht noch ein Rührbesen. Und dann hat man schon, ja? Ja. Wunderbar. Hat man auch hinterher nicht so viel zu putzen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, das ist für mich wichtig. Ich muss ja mal alles alleine putzen. Heute nicht. Heute hast du die wunderbaren Damen, die dir helfen. Dora und Gerlinde. Ja. Meine Helfer. Genau. Sie sagen nachher auch kurz mal Hallo. Vielleicht sagen die es dann. Vielleicht sagen die Hallo. Ja, wir schauen mal. Also jetzt rühre ich wieder diese komische Erde zu Brei. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn da mal Klümpchen drin sein sollten. Denn die Leute, wenn sie die mal essen, dann denken die eh, das seien Nüsse. Und die schmecken. Bitte? Ja. Könnte man bestimmt auch. Ja, kommen hier auch Nüsse drauf? Ich mache keine. Ihr könnt drauf machen, na klar. Aber ich mag es immer ohne. Keine Ahnung. Ja, bestimmt auch Trockenfrüchte. Oder man kann ja mit allem möglichen variieren. Ja, ja? Klar. Du kannst die Milch wechseln mal. Und was du magst, ist dein Geschmack. Und was Düse. Man gerade da hat. Genau. So. Ja, Sultaninen wurde hier gesagt, natürlich. Ach so, ja. Wer das mag, ja klar. Ich bin nicht so der Freund, aber ja. So, jetzt ist die Masse auch wieder schön zum einer Flüssigkeit umgeformt worden. Einfach hier rein. Und ja. Also zu Hause schaffe ich das viel schneller. Da musst du auch nicht so viel reden und nee, uns hier reden. Unterhalten, nicht erklären. Denken, einfach machen. Schon im Instinkt drin. Jetzt rühre ich halt auch wieder so lange, bis es einmal aufkocht. Und dann kommt es da rein. Vielleicht denkt ihr dann, ist es vielleicht so zu flüssig oder so. Aber nein, weil nachdem das hier draußen abgekühlt ist, stelle ich das normalerweise auch in den Kühlschrank. Und danach ist es wirklich schön fest und man kann dann richtig lecker reinbeißen. Ja, manchmal dauert das mit dem Herd, der nicht, ja, keine Ahnung, wie der funktioniert.
Wie bist du auf den Namen gekommen, Ferdi? Ferdi, weil ich Ferdi heiße. Okay, das war jetzt wirklich schwer zu erraten. Aber Manna, weil ich keinen Namen dafür hatte. Und die Leute haben immer gefragt, was das ist. Mhm. Weil es so weiß aussieht und süß schmeckt, hat es mich an die Geschichte aus der Bibel erinnert, wie die Leute Manna bekommen haben und die selber auch nicht wussten, was es ist. Also haben sie es Manna genannt. Weil das bedeutet ja, was ist das? Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, okay, Ferdi Manna. Und immer rühren. Ich kann das natürlich auch gerne für dich übernehmen, wenn du magst, aber... Nein. Ich bin der Chef. Also gut, okay. Ich frage schon gar nicht. Ja, klar, natürlich. Wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Wie ist das mit der Begabung B12? Wie versorgst du deinen Körper mit der B12? Wie versorge ich B12? Ich habe... Erstmal will ich dazu sagen... B12-Mangel ist kein Spaß. Es hat wirklich ernste Konsequenzen. Das hilft dir irgendwie bei der Blutbildung und so. Und ich möchte auch was dazu sagen, denn B12-Mangel haben nicht nur Veganer. Das haben alle. Deshalb, und das hat die Industrie auch gemerkt, oder ja, die Regierung, und deshalb gibt es fast in jeder Fertigsache immer noch B12 mit zusätzlich reingebaut. Denn die Bevölkerung hat einen B12-Mangel. Wahrscheinlich kommt es auch daher, dass wir die Landwirtschaft so kaputt gemacht haben, auch mit der Pestizide. Und bevor wir überhaupt was reinpflanzen, erstmal der Boden komplett irgendwie sterilisiert wird, dass da einfach keine Bakterien mehr sind, die dies irgendwie bilden könnten. Ja. Aber wie ich das jetzt selber mache, ist ganz einfach. Ich habe mir so Kapseln geholt einfach, dann nehme ich die ab und zu mal mit Traubenkernen zusammen. Aber was noch einfacher ist, finde ich, es gibt inzwischen auch schon Zahncreme, fluoridfrei mit B12. Die könnte man nehmen. Und so könnte man selbst den Kindern B12 geben. Einfach die Zähne putzen, fertig. Mhm. Dann ist Zähneputzen sogar doppelt gesund. Doppelt gesund. Macht doppelt so viel Spaß. So, jetzt habe ich das Zeug auch hier drauf. Mhm. Herrlich sieht das aus. Ja, sieht ein bisschen herrlich aus. Mhm. Darf ich dir das geben? Ja, natürlich. Das verteilen wir einfach nur, dass es hier so schön oben irgendwie alle möglichen Ecken bedeckt. Mhm. So. Ich mache das jetzt nicht ganz so schön. Die anderen, die ich gemacht habe, die sind schöner. So, schön jede Ecke. Du hast schon vorgekocht für uns, sodass hier niemand hier rausgeht, ohne dass er wirklich sich schön satt gegessen hat an diesem süßen, leckeren Ferdi-Manna. Ich habe mich vorbereitet, ob 5 Leute kommen oder 500, egal. Oh, okay. Und das ist dann der fertige Ferdi-Manna. Jetzt schön. Muss er halt nur abkühlen, Kühlschrank. Und dann kann man den gemütlich wegschneiden und essen. Mhm. Sollen wir den auch nach hinten? Das kommt dahin. Gerlinde und Dora nehmen das gerne ab. Ja. Mir ist egal, der kann auch hier stehen. Ach so, okay, gut, wunderbar. Das war der Manna. Manna-Kuchen. So, und du hast uns aber natürlich noch viel mehr mitgebracht, ja? Das war erst der erste Teil von 3 Teilen. Ja. Ich wollte euch jetzt mal die einfachen Dinge präsentieren, die jeder machen kann, ohne groß Aufwand oder... dass man da spezielle Geräte braucht. Und das Zweite, was ich jetzt mache, ist die Schokolade. Und ich habe gemerkt, dass diese Schokolade auch Leute mögen, die nicht vegan sind und die dann auch denken, das sei wirklich Schokolade. Für die Schokolade nehme ich Mousse. Welchen Mousse? Ich benutze Mandelmus, am besten den braunen. Der braune ist mit Schale und so, hat mehr Vitamine. Ja. Es gibt natürlich auch andere Mousse-Arten. Zum Beispiel gibt es auch Erdnussbutter, benutze ich auch, schmeckt auch hervorragend. Ihr könnt später probieren.
habe ich auch gemacht. Mhm. Und ich werde jetzt einfach mal mit Mandelmus beginnen. Dazu benötigen wir auch Kokosfett. Und zu Kokosfett sage ich auch einiges. Also, wir haben normales Kokosöl, das jeder kennt. Es duftet richtig nach Kokosnuss. Dann gibt es auch dieses Kokosfett mild, auch desodoriert oder so nennt sich das. Wurde halt mit Wasserdampf behandelt. Es verliert dann einfach den Geschmack und den Geruch, aber sonst ist es Kokosfett. So schmeckt nicht jede Schokolade dann unbedingt nach Kokosnuss. Ja, es gibt Leute, die das nicht mögen oder so. Aber ich habe geguckt, was gibt es denn noch, weil die haben schon sehr viel ungesättigte oder gesättigte Fettsäuren. Es gibt da noch was anderes. Aber jetzt, es ist nicht als Lebensmittel zugelassen, aber das ist ja egal. Es ist für mich, ich darf es benutzen. Shea-Butter zum Beispiel funktioniert auch. Ja, weil du sagtest, nicht als Lebensmittel zugelassen. Neulich kam eine Freundin zu mir, zack, und hat mir aus diesem Glas geschöpft und meinte, hier, nimm's für dein Gesicht, das ist unheimlich gut und auch noch gleich für die Hände deines Mannes. Und jetzt sehe ich das hier, dass du das hier zum Kochen benutzt. Das ist interessant. Genau. Es gibt da auch unterschiedliche, einer mit Geschmack und einer ohne. Mhm. Und ich habe jetzt den ohne. Denn der mit, der riecht so stark nach ein bisschen Erde oder sowas. Und ich habe es mal gemacht, das schmeckt mir jetzt nicht unbedingt, das schmeckt immer noch gut, aber ohne Geschmack ist besser. Und der hat auch weniger von den ungesättigten Fettsäuren, genau. Oder gesättigte Fettsäuren. Also der ist eigentlich ein bisschen gesünder wie der Kokosfett. Mhm. Aber ja, kann man nehmen, was man will. Ich mache das jetzt mit dem hier. Habe ich ein Messer? Ein Messer? Ein Messer brauchen wir? Nur so ein Buttermesser. Mhm. So ein Buttermesser? Ein Buttermesser. Butter oben. Genau. Kommt gleich. Kein Problem. So, bitteschön. Zack. So, hier hin. Könnt ihr alles angucken. Danke. Ja. Saves. Ah, Jesus Saves, ja. Das ist mein Schutz, habe ich selbst gemacht. Save heißt retten. Achso, Römer 10, 13. Genau, auf Englisch ist das. Salvation, Errettung. Für die Schokolade nehme ich 50 Gramm Fett und Fett heißt jetzt nicht, dass man da Rapsöl oder so nehmen sollte, denn wenn man Rapsöl nimmt, wird die Schokolade am Ende auch flüssig werden. Ja. Sollte man nicht machen, hat man versucht, ich nicht, aber ist halt nichts draus geworden. 50 Gramm Fett nehme ich. Bevor ich was vergesse, ich habe meine Rezepte dabei, dass ich ja nichts vergesse. Da tue ich dann auch Agave rein. Mhm. Bei 50 Gramm Fett, ungefähr die Hälfte, ist gut, aber für manche ist es auch zu süß, deshalb nehme ich etwas weniger als die Hälfte. Circa 20 Gramm. So. Ja. Genau. Und das tue ich dann auf ganz leichter Stufe einfach mal hier aufs Herd drauf, dass nur dieses Fett flüssig wird. Das ist alles. Mhm. Währenddessen nehme ich hier von dem Mandelmus auch 50 Gramm. Hast du den fertig schon so gekauft, Mandelmus? Ja, ja, der ist fertig gekauft. Mhm. Den kann man ja auch selber machen, wenn man Ahnung hat, wie und die Nüsse dazu findet. Mhm. Also eigentlich ist das ganz einfach. Ich kann das vielleicht für die, die es interessiert, beschreiben. Wie kriegt man Mandelmus? Weil meistens ist das doch sehr teuer. Man braucht einfach nur einen etwas stärkeren Mixer. Man braucht die Mandeln. Man muss alles reintun und den Mixer laufen lassen, ziemlich lange. Und was besonders gut schmeckt, so macht es mein Ehemann, er wärmt die Mandeln kurz vorher. Ja? Erwärmen, vielleicht nicht zu stark erhitzen im Backofen, weil sonst verlieren sie ihre wertvollen rohköstlichen Eigenschaften. Aber dann kriegen die einen besonders leckeren Geschmack. Hm. Und das war's. Also es ist kein, auch nicht schwierig, Mandelmus herzustellen.
cool. Ich nehme jetzt auch noch etwas Karot dazu, denn das macht diesen schokoladigartigen Geschmack und das Aussehen. Mhm. Ungefähr so 15 Gramm. Also das wäre sogar Rohkost hier. Man könnte das ja auch einfach nur mit so einem Wasserbad erwärmen. Mhm. Dann könnten auch Rohköstler, wenn sie unbedingt Rohkost, wenn es sein muss, das auch essen. Und kann man statt Kokosöl hier auch ein anderes Öl verwenden? Also Olivenöl zum Beispiel? Nein. Warum nicht? Weil ich das gesagt habe. Sowas wie Rapsöl oder so. Wäre die Schokolade einfach am Ende flüssig, dann hättest du keine feste Schokolade mehr, wenn du damit, wenn du sie trinken willst, ja. Okay, also eine Trinkschokolade könnte man dann. Mit Olivenöl, weiß ich nicht. Also man braucht das Kokosöl, damit es schön hart ist. Genau, ja, dann am besten so ein fettes oder hier einfach mal Shea-Butter mal ausprobieren. Ich finde, das schmeckt total lecker. Okay, ja, ich bin auch sehr gespannt heute, wie Shea-Butter schmeckt. Also im Gesicht fühlt es sich gut an, aber gegessen habe ich sie bisher noch nie. Also ich habe auch angefangen, jetzt die beiden Dinge als Creme zu benutzen. Mhm. Shea-Butter braucht ein bisschen eine wärmere Temperatur, bis es schmilzt. Mhm. Aber hält dafür auch viel länger irgendwie. Also ich spüre es immer noch nach, weiß ich nicht, einen ganzen Tag lang. Wichtig ist bei dem Kokosfett, es darf keine Blasen bilden, also es darf nicht zu heiß werden. Denn wenn es zu heiß wird, habe ich gemerkt, vermengt sich dieses beide Zeug gar nicht mehr. Das setzt sich ab, das Fett löst sich und es steht dann oben so einfach rum. Aha. Also okay. Es schmeckt dann immer noch gut, aber dann ist oben nur Fett und unten der Rest. Das ist irgendwie... Also aufpassen. Ja, also das löst sich jetzt hier langsam auf und das ist cool. So wollen wir es haben. Dann mache ich das aus. Hier kommt es rein. Was habe ich vergessen? Ich nehme noch ein bisschen Vanille. Also da kann man die Vanilleschoten nehmen, eine einfach rein und fertig. Mhm. Und Salz steht hier auch. Hast du das auch schon genommen? Vermutlich ja. Ich nehme immer eine Prise Salz. Einfach um diese Süße noch etwas zu verstärken. Muss nicht sein, kann man machen. Ach so, und es ist noch was. Ich benutze eigentlich Agar-Agar. Ich tue Agar-Agar rein. Auf dem Rezept habe ich auch geschrieben, Agar-Agar. Aber es muss nicht sein. Agar-Agar ist nicht ganz billig. Deshalb, aber... Wird es dann anders, also wenn du es weglässt? Weniger hart, oder? Also es wird, sagen wir so, Agar-Agar macht es ja ein bisschen fester, das Ganze. Mhm. Aber ohne Agar-Agar, ich lagere das im Kühlschrank, in die Gefriertruhe. Und wenn ich es dann raushol, dann ist es auch hart. Mhm. Also man spart sich eine Zutat. Mhm. So wie dann jetzt auch. Und wenn das ganze Zeug drin ist, einfach rühren. Zack, 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 zack. Mhm. Wunderbar. Wo kann man alle diese Dosen kaufen? Ist das alles in einem Geschäft oder in mehreren Geschäften? Wo ich die alle kaufe? Alle unterschiedlich und meistens vom Internet. Ich bin so der Internetmensch. Ja. Denn die Dinger sind mal echt nicht günstig und im Laden sind sie oft echt sehr teuer. Das steckt die Leute voll ab. Im Internet geht's manchmal noch, ja. Gibt's auch gute Angebote. Haben wir eine Form, eine Schokoladenform? Mhm. Haben wir irgendwie eine Form? Eine Schokoladenform? Flach, viereckig, rund? Egal, es muss nicht sein. Wie tief? Egal. Es muss keine Schokoladenform sein. Es kann aber auch eine sein. Ihr könnt jede Form nehmen, die ihr wollt. Ich habe auch solche Smiley-Formen zu Hause. Dann kommen die Schokoladen halt mit so Smiley-Gesichtern raus. Upsala. Ah, verbrannt? Entschuldigung. Nein, nicht verbrannt. Oh, jetzt habe ich, da ist Papier. Genau. Und man kann ja auch so diese kleineren Figuren
verwenden. Ja, so kleine Sternchen, Herzchen, genau. Was auch immer. Das mögen Kinder gerne. Mhm. Guck, und dann gießt man die Schokolade einfach hier drauf. Oder ein Muffinbehälter, ja, da haben wir so Blöcke. Genau. Jetzt würde ich am liebsten hier meinen Finger da reinstecken. Aber ich lasse es, ja, ich weiß. Ich es darf ist da nicht heiß, du kannst machen. Vielleicht nachher. Das ist richtig verführerisch. Eine fertige Schokolade. Mhm. Nicht ganz fertig, denn sie muss noch ein bisschen abkühlen. Dann kommt sie in den Kühlschrank und da. Kannst du es holen? Und dann im Kühlschrank bekommt sie diese schöne Festigkeit wie eine echte Schokolade. Dann kann man sie essen. Ich habe gemerkt, aber wenn man sie lange draußen hat und es warm ist, dann schmilzt sie halt auch sehr schnell. Also immer im Kühlschrank lassen und wenn ihr essen wollt, holt ihr raus, fertig. Ich werde auch oft gefragt, wie lange die hält. Ich habe gar keine Ahnung. Schokolade bei mir hält eh nicht lange, also von daher. Vielen Dank. Und wisst ihr, was das Beste ist an der selbstgemachten Schokolade? Bitte? Ist gesund. Was noch? Es ist Bio, wenn du Bio nimmst. Es schmeckt. Was ist das Beste an der Schokolade? Sie macht nicht dick. Du kannst sie immer. Wenn du viel isst, dann natürlich, ja. Ach, fertig. Sag mal leider ja. Nicht. Ich muss dir deine Freude wegnehmen. Ey, ganz ehrlich, die selbstgemachte Schokolade, das Beste dran ist, schaut mal, man kann sie so groß machen, wie man will. Wunderbar. Seht ihr? So einen Block habe ich ja noch nie gesehen, ja. Und dann könnt ihr die Dinger öffnen. Seht ihr? Keine Grenzen mehr. Wow. Ich zeige sie euch. Tada. Das ist ja eine Vierfach-Doppeldecker-Schokolade. Tja, das reicht bei mir für eine Woche. Oh! Deshalb mache ich nicht so oft Schokolade, ja. Also ich wirklich, ich halte mich da echt in Grenzen. Aber wenn ich sie mal habe, dann wow. Also, an die Mäßigkeit bitte achten, nicht so oft Schokolade machen, aber wenn ihr macht, dann diese gesunde. Und die sieht ja wunderschön ja, aus. Und ja, und euch ist nicht vorgeschrieben, welches Maß. Ihr macht sie selber, ja. So. Wolltest du noch eine Frage stellen? Mhm, genau. Genau, du musst da nicht irgendwelche Stoffe noch reintun, mhm. Die es lange haltbar machen oder so. Mhm. Hast du mir einen feuchten Lappen? Du kannst reintun, was du magst. Mhm. Und dann, die geht eh schnell weg, musst du selber merken, wenn du es mal zu Hause gemacht hast. Mhm. Das tun wir rein. Genau. Zack, bitte. Okay. Mhm. Genau, dann nehme ich das doch. Ah ja. So. Das war jetzt die vegane Schokolade. Das darfst du mir geben. Jetzt gibt es noch sowas wie Nutella. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Und dann lernt ihr das und ladet mich ein, dann kann ich essen bei euch. Und gucken, ob wir es gut gemacht haben, ja? Ja, auch das. Mhm. Ob ihr es gut gemacht habt. Also gut, für... Ups, wieso tue ich da drauf? Ich brauche erst wieder Kokosfett. Ich habe das anfangs gemacht mit 1:1 Kokosfett, also Kokosfett und Mandelmus immer gleich. Aber ich habe gemerkt, es funktioniert auch, wenn Kokosfett die halbe Portion vom Mandelmus hat. Also 50 Gramm Kokosfett, 50 Gramm Mandelmus, 25 Gramm Kokosfett. Oder Shea Butter, was ihr mögt. Wieder dasselbe Spiel. 25 Gramm Fett hier rein. Mhm. Kein Olivenfett. Das ist jetzt die Schokocreme, ja? Die du uns hier mitgebracht genau, hast. Genau, das ist die Schokocreme. Okay. Schokocreme, also Nutella. Die ja, Nutella kennt Nutella. Das jeder. Ich wollte nicht unbedingt Nutella nennen. Aber ja. So, das reicht. 50 Gramm Fett.
Das heißt, ich nehme jetzt 100 Gramm Mandelmus. Mach ich dir das ein bisschen sauber hier? So. Auch bei Mousse, ja, keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt nehmen, welche ihr wollt. Es gibt ja Shea-Butter, Shea-Mousse? Ne. Es gibt Mandelmus, es gibt Cashew, es gibt Erdnussbutter. Was ihr mögt, ihr nehmt es. Also ich habe gemerkt, dieses Cashew ist sehr, sehr cremig, wird sehr cremig, die Schokolade. Mandelmus ist so mehr das Harte. Gramm Mandelmus, passt. Bisschen Vanille. Eine Prise Salz in den Topf. Und jetzt rühre ich hier ein bisschen in den Kokosfett rein, dass es sich schneller auflöst. Und ich habe fast den Karob vergessen. Das, was aus dieser Schokolade, diese Fake-Schokolade halt macht. Wie schmeckt denn Karob? Also so jetzt als Pulver, kann man das auch so irgendwie woanders noch reintun? Ja klar, also du kannst es trinken wie Kakao. Mhm. Aber ich glaube, wenn du es jetzt so essen würdest, würdest du denken, boah, schmeckt das ekelhaft. Also dann entweder die Schote oder halt das Pulver für etwas ja. mit rein. Also man gewöhnt sich dran an den Geschmack. Gell? Anfangs ist es vielleicht ungewohnt, aber man gewöhnt sich dran. Wenn man kleine Kinder von Anfang an das gibt, dann lieben sie es. Aber wenn man erst sich umgewöhnen muss, dann dauert es. Und bei uns Erwachsenen auch. Es hat ja eben so eine Grundsüße, ja, so ja, dass genau. man auch weniger von Agavensirup und so noch ja. dazu tun muss. Gell? Und ich habe hier jetzt 30 Gramm circa von dem Karob reingetan. Ihr könnt auch weniger tun, wenn es euch einfach zu schokoladig wird. Ja, ihr könnt dann da variieren, ob ihr es zartbitter haben wollt oder mehr normal. Jetzt tue ich das auch noch verrühren. Das Kokosfett braucht hier noch eine Weile. Es braucht nur eine ganz, ganz, ganz niedrige Stufe. Das ist einfach nur etwas komplett aufgelöst ist. Solange es sich hier langsam auflöst, tue ich hier noch etwas Milch rein. Mhm. Milch kann man da auch reintun, was man eigentlich mag, ja, was einem schmeckt. Ich nehme dazu jetzt Haselnussmilch, weil es so passt irgendwie für diese Streichschokolade. Und es ist ja so, mir sagt mal, okay, Ferdi, du bist doch Veganer. Wenn ich Veganer bin, dann weiß ich nicht, was zu essen ist. Es gibt doch nichts für Veganer. Und dann denke ich so, okay, es gibt nichts für Veganer. Schaut mal, was Veganer nicht haben. Also ich habe mal ein paar Milchsorten mitgebracht. Es gibt zum Beispiel Amaranthmilch, Dinkelmandelmilch, Reis-Kokosmilch, nur Kokosmilch. Guck mal, was es alles gibt. Mandelmilch und Quinoa-Milch, Haselnussmilch, Cashewmilch. Hui. Ich habe nur ein paar mitgebracht. Das ist vegane Milch. Mhm. Seht ihr, ich als Veganer habe so eine Auswahl und ihr habt sie nicht. Tja. Und dann sagt ihr, Veganer haben nichts zu essen, gell? Und sie wissen nicht was. Also Kuhmilch, Schafsmilch und Ziegenmilch. Drei. Aber mehr gibt es dann wirklich nicht. Nein. Eselsmilch soll noch ja, trinken, manche habe ich noch gehört. Ich würde abraten von. Also das hört sich wirklich verführerischer an. Und das schmeckt ja auch herrlich, nicht wahr? Ja, ich bevorzuge den, der schmeckt echt gut. Mhm. Dinkelmilch? Dinkelmandel. Mhm. Ja, Dinkelmilch, auch pur schmeckt ganz lecker, mag ich auch gerne. Die ist so ein bisschen süß und auch ein bisschen nicht so ganz so flüssig. Ja, die hat schon eine Natursüße. Mhm. Und hier tue ich so ungefähr
bei 100 Gramm Mandel 150 Milliliter Milch oder 150 Gramm Milch. Ich messe sie immer ab, ist besser. Und vielleicht noch so ein Tipp fürs Publikum, entweder hier oder im Livestream beziehungsweise im Internet dann. Wir haben ja keinen Livestream hier für diesen Kochkurs. Wie kann man denn pflanzliche Milch selber herstellen? Weil vielleicht könnte dieses Argument ja kommen, oh, pflanzliche Milch ist zu teuer. Ja? Wie macht man denn pflanzliche Milch? Kann man die denn auch selber herstellen? Ist das kompliziert? Ich habe gedacht, es sei kompliziert, bis ich sie selber gemacht habe. Das ist voll einfach eigentlich. Man nimmt 100 Gramm von irgendetwas, was man zu Milch machen will, weicht sie ein und macht damit 1 Liter Milch im Mixer zu Milch. Wasser. 1 Liter Wasser. Genau. Genau. Ich habe schon versucht, es funktioniert auch mit Hirse, dann hat man Hirsemilch. Mhm. Und mit was noch? Cashew geht ganz gut. Und dann hat man schon seine eigene Milch, ohne Zusätze und so, was weiß ich. Fett hat sich jetzt schon fast ganz aufgelöst. Noch ein Stückchen. Mhm. So. Also, wir neigen uns langsam dem Ende. Bald dürfen wir essen. Wir freuen uns schon ganz besonders. Mhm. Das sind jetzt wirklich ratzefatz, ja, ganz schnell. Das ist für mich sehr wichtig, dass es sehr schnell geht. Und jetzt schmeiße ich das ganze Zeug einfach hier zusammen. Mhm. Alles wieder mit dem Kokosmilch hier, Kokosfett. Also man muss kein besonderes auch Talent haben jetzt zum Kochen. Nee, ja? Überhaupt also nicht. Das jeder Anfänger kriegt das hin, ja? Ja klar, ich meine. Vielleicht nicht so gut wie du heute, aber also so, dass es auf jeden Fall schmeckt und essbar ist, ja? Heute habe ich es voll gar nicht gut gemacht, aber ja. Wir freuen uns trotzdem. Schmecken wird's. Achtet bestimmt halt drauf, dass das Fett nicht kocht oder heiß wird. Ja? Sobald es diese Blubber hat, dann bindet sich das Zeug nicht. Tut es einfach zur Seite, wartet, bis es abgekühlt ist, dann mischt das andere Zeug dazu. Das ist dann eigentlich alles. Ja. Jetzt können wir den in eine Schüssel oder wo auch immer. In ein Glas? Genau. Das hattest du dir schon zurechtgelegt? Ich benutze gerne diese Gläser dann. Mhm. Brauchst du das alles noch? Dann lasse ich das noch. Keine Ahnung. Zack. Ich nehme das hier noch. Ups, dann einfach hier rein. Und dann habt ihr Nutella. So einfach funktioniert das, oh, Leute. Oh, das duftet herrlich, gell? Riecht ihr das auch schon? Super. Ja, bitte. Einfach Fragen stellen. Das wäre. Ich habe es euch gezeigt, jetzt dürft ihr das machen. Also, ich glaube nicht, dass ich ein Geschäft aufmachen werde und zeigen, wie man, ja, und Schokolade verkauft. Das mache ich alles nur nebenbei. Aber wer weiß, wenn Gott es will. Also jetzt sieht es gar nicht aus wie Nutella, also doch fast, aber ist noch nicht die richtige Konsistenz. Einfach nur warten, bis es gekühlt ist, in den Kühlschrank rein und dann habt ihr Nutella. Das war's, ja. Und guckt mal, 1, 2, 3 Gerichte in weniger als einer Stunde, glaube ich, oder? Ja, eine Stunde, ja. So ja, schnell funktioniert es. So einfach ist vegane Schokolade. Oder vegan zu kochen. Also nicht kompliziert, man muss nicht so, oh Mann, die ganzen Zutaten, die kenne ich doch gar nicht. Irgendwann kennst du das, Mandelmus. Ja, okay, Mandelmus. Agavendick sagt, ah ja, Agavendick sagt, okay, das war's. Und dann gehst du nach Hause, machst die Dinger ohne komplizierte Geräte, einfach nur ein Herd. Brauchst du nicht mal, du kannst sogar mit warmem Wasser einfach nur das Kokosfett schmelzen lassen. Und die Schokolade, ja, ist schon fast von alleine fertig. Das war's. So, ja, habe ich jetzt nichts vergessen. Ich habe die 3 Gerichte gemacht.
Also für alle gibt es natürlich hier die Rezepte. Die werden dann auch gleich ausgelegt, bis das Buffet dann hingerichtet ist. Mhm. Können Sie natürlich auch Fragen dem Pferdi stellen. Vielleicht sind jetzt noch auch Fragen im Publikum weitere. Aber es ist auch hinterher natürlich noch Zeit. Und wir sagen ganz herzlich natürlich Dankeschön. Gerne. Es hat wirklich Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Das kann ich jetzt, denke ich, für alle hier sagen. Ja? Also alle haben schon strahlende, leuchtende Augen. Jeder freut sich, wir freuen uns. Wir sagen danke, dass du hier warst. Und ja, bevor wir essen, würde ich mit einem Gebet abschließen, wenn du das gerne machen möchtest. Das ist sowieso meine Gewohnheit. Bevor ich esse, tue ich einmal beten. Und so bete ich jetzt. Okay. Vater im Himmel, danke, dass du uns das Leben schenkst. Danke, dass du uns auch das Essen gegeben hast und auch diese Ideen, die wir hier umsetzen dürfen. Dass du auch die Erkenntnis gibst von Dingen, die schlecht sind, dass wir sie meiden können, aber nicht ganz verzichten auf, was eigentlich uns schmeckt, sondern dass du uns auch die Methode zeigst und auch die Zutaten, aus denen wir ganz leckere Gerichte herstellen dürfen und können. So bitte ich dich jetzt auch um deinen Segen, Herr, dass du das Essen segnest und wir doch das genießen dürfen, das du uns gegeben hast. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen.